3, 2, 1. Willkommen zu Pizza Connection 3. Das müsste jetzt die 7. Folge sein. Was ist bisher passiert? Wir haben einen kleinen Pizzawagen und etwa 10.000 Euro geerbt. Konnten dann aber auch schon expandieren. Und haben mittlerweile 2 kleine Restaurants. Oder kleine Pizzerien. Pizzerias, Pizzerien. Und den Pizzawagen immer noch. Der steht vor einer Schule und ja, verkauft Pizzen an ahnungslose Teenager, denen wir das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Dummerweise habe ich das Spiel angefangen. Wow. Was ist hier los? Das sieht irgendwie verändert aus. Warum steht der Stuhl da draußen, der Tisch hier draußen? Ist das ein Ladefehler? Hallo? Mein Pizzaofen steht auch draußen. Was ist hier los? Das sollte nicht so sein. Oh Gott, und hier sieht es ja noch schlimmer aus. Hilfe! Okay, wir haben eine öffentliche Pizzeria. Meine Güte. Scheißdreck. Warum seid ihr außerhalb? Was macht ihr, wenn es regnet? Spielen wir so weiter? Oder soll ich nochmal neu laden? Mal gucken, ob er einfach durch die Wände gehen kann. Er läuft außen rum. Dreck. Okay. Hier läuft, sie kommt. Wo kommt sie denn her? Okay. Also meine Güte. Das sieht sehr merkwürdig aus. Ja, weit liegt die Wahrheit oder so, irgendwas. Weintrinker sagen immer die Wahrheit. Scheißdreck. Okay, mal gucken, was mein kleines Pizza-Auto sagt. Das sieht noch gut aus hier. Oh, shit. Warum seid ihr alle außerhalb? Architekt. Dreck. Verdammt, verdammt, verdammt. Kapazität 9 von 12. Wenn ich jetzt Tische aufbaue, kann ich da hier den ganzen Fußweg zubasteln. Ihr habt Hunger, ja? Was ist denn los? Hast du doch keinen Hunger? Ach so, mein Restaurant ist schon belegt oder was? Nein. 7 von 12. Hier sind noch Plätze frei. Was hast du für ein Problem? Ist ja
der Tisch, der Stuhl kaputt gegangen. Kein Stuhl da. Yeah. Was ist dein Problem im Anzug? Sehr merkwürdig hier alles. Oh. Die Kollegin hat Hunger. Eine Touristin. 14 von 16. Ei, du meine Güte. Das läuft ja gerade richtig gut hier. Wir bräuchten mal noch einen Auftrag vom Bürgermeister. Oder sollen wir uns einfach hier das nächste Restaurant krallen? Nicht so toll. Hm, wobei, ist auch nicht so riesig. Wie sieht's denn hier aus? Touristen sind ja immer richtig viele Touristen. Okay, das Ding merken wir uns mal. Was gibt's denn hier? Hm. Geht bis 40 hoch. Wie sieht's hier aus? Oha. Lieferkette perfekt. Besucher. Vendetta. Das müsste mein kleines Pizza-Auto sein, oder? Nein. Perfekt, sehr gut. Besucher werden ein wenig weniger. Hm. Wie sieht es hier oben aus? Ah. Nicht so toll. Beide Touristen, Studenten. Hier müsste ich komplett durchweg durchziehen. Kosten 900. Also richtig in die Innenstadt reingehen. Wow. Ach so, das direkt am Kolosseum. Oh, ich glaube, die Bude miete ich mir mal. Kann ich das einfach so pachten? So. Dann brauchen wir wieder hier Architekt. Ich möchte den Grundriss ändern. Ja. Wie geht das? Einführung überspringen. Beauftrage Dings. Ja. Ich glaube, das wissen wir noch alles. Grundriss ändern. Nein. Bei den vielen Touristen, ich glaube, das lohnt sich hier, das so zu bauen.
Das hier. Wobei das. Das wird mal das Lager. Das wird die Küche. Und Speisesaal. Raumänderung übernehmen. Gut. Und jetzt bauen wir mal Tische. Brauchen hier bestimmt mal 6 bis 8 Tische. 1000. Nein, wir fangen mal. Zwei Öfen sollten noch reichen, oder? Machen wir drei Öfen. Komm, wir machen drei Öfen. So, und jetzt Tische. Machen wir wie viel Platz brauchen wir für Tische? Wir versetzen die man bisschen. Gut, dann machen wir 7 Tische. Und dann nehmen wir noch gute Stühle rein. Hoffentlich wird das nicht zu eng hier für die Leute. Sind Touristen. Ich glaube, die sind Schlimmeres gewohnt. So, hopp. 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 So. Dann machen wir noch ein bisschen Beleuchtung. Oh, ho, ho. Dahin, eine dahin. Es geht schon mal gut ins Geld hier. Dieses Raumkonzept. Wackelt noch irgendwas hier? Nein. Sind wir, glaube ich, mit dem Architekten fertig? Und unsere Spitze ist ab 9 Uhr bis 24 Uhr. Und dann sollten wir Angestellte
Nein, erstmal Menükarte. Student 2. Amerikaner 1. Grufti 1. Hawaii 1. Teenager 2. Pizza-Student haben wir. Passt, 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 passt. So. Und jetzt brauchen wir natürlich Angestellte. Und da möchte ich aber jetzt richtig gute Köche. Also meine Spitze ist 9 Uhr, da fangen sie noch nicht ganz so stark an. So, dann hier muss mein Topmann ran. Personal. Nehmen wir noch ein paar billige mit rein. Nicht zugeordnet. Okay, also du kommst in die Hauptstoßzeit. Du kommst abends rein. Unterstützt hier mal ein bisschen. Du gehst hier rein. Das sind hier zwei und da zwei. Gut. Lieferjungs. Da brauchen wir mal auch richtig gute, nehme ich mal an. Ihn. Schnell und viel. Ihn. Haben wir noch ein bisschen Geld? Jawohl. So. Geschwindigkeit und Menge. Hopp, hopp, hopp. Komm, nehmen wir mal so. 4 Lieferjungs. Zack. Zack. Vorerst so, dann beende ich hier mal die Folge. Ich sage tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei Pizza Connection 3. Und ja, das war glaube ich Folge 7 oder 8. Bye bye.